So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Holtensen bei Benny. Und zwar gibt es heute mal wieder einen kleinen Fahrzeugtest. Wir sind lange nämlich keine Autos mehr gefahren. Mhm. Aber als wir das letzte Mal hier waren, um deinen BMW zu begutachten, der draußen steht, der übrigens krass geworden ist. Mhm. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf einsteigen, wenn es soweit ist. War der ja auch schon hier? Ja, richtig. Das heißt, wir können euch heute zeigen Toyota Yaris GR4. Ich glaube, ich habe keinen anderen Namen so oft in den letzten Wochen im Internet gelesen wie den Namen von diesem Auto. Es war wirklich krass, wo scheinbar Toyota die Dinger angefangen hat auszuliefern. In egal welchen WhatsApp-Gruppen wir so sind, gefühlt jeder Dritte sich so ein Auto gekauft. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, wir stellen euch das Ding erstmal kurz vor. Toyota Yaris. Ich sag jetzt mal die absolute High-Performance-Sport-Edition davon. Dreizylinder. Eins der wenigen Male, wo ich in dem Video übrigens mal Fehler gesagt habe, als wir bei Subi waren, habe ich gesagt Vierzylinder. Okay. Haben so relativ wenige kommentiert. Ich dachte so, oh, was passiert denn jetzt so ungefähr? Nee, Dreizylinder, 1,6 Liter, 4 Liter, 6 Liter? 1,6 Liter. 261 PS. Genau. Allrad. Allrad, richtiges Allrad. Das heißt eigentlich so das Gegenstück zu den typischen VW Golf R-Modellen. So A, die AMGs, die A-Klasse und sowas, so ein bisschen in der Richtung, ne? Ja, nur halt, ist halt noch ein Ticken kleiner, das Auto. Ne? Also wenn ein Golf würde ich es vielleicht nicht direkt vergleichen. Mehr so Polo, ist ja, ne? Ist Polo ja eigentlich, eher, ist eigentlich ein Polo eher, ne? Nur das Auto, finde ich, ist sehr eigenständig geworden. Man sieht schon sehr krass, also ich sag mal, nehmen wir ein Polo WRC, es ist ein normaler Polo, wo ein 2 Liter TFSI drin sitzt. Hier ist es schon so, das Auto ist ja eigentlich ein Rundumschlag, einmal alles anders. Also Schande über mein Haupt, aber ich wüsste jetzt gerade noch nicht mal irgendwie, wie ein Toyota Yaris normalerweise dann eben aussieht. So, ach, ist irgendwie so ein Auto, wo man so gar nicht drauf achtet, ne? Da hat es mich auch noch nicht interessiert, so, ne? Zu aber dem wenn Zeitpunkt. Man, wenn man jetzt so von vorne drauf guckt, ist das schon, also man sieht schon so diese typischen, ich sag jetzt mal Rallye, ja. So ein bisschen Rallye-frontmäßig, ne? So ziemlich eckig, tief gezogen, riesen Lufteinlässe. Breit, ne? Wenn breit, du die Stoßstange siehst, die Kotis und dann hinten die Seitenteile. Ich finde, breit kann man immer gut dran zeigen, dieser Bereich, ne? Ja. Scheinwerfer, wie tief der Scheinwerfer ins Auto reinrückt. Ja, ne? Stimmt. So, wie viel Platz dann hier auf einmal ist. Und halt hinten das Seitenteil, klar, ne? Hinten Seitenteil ist natürlich, da kannst du ja fast eine Dose drauf abstellen, ne? Ja. Das ist schon krass. Also klar, die ganze Heckpartie wirkt natürlich tierisch kleingedrückt. Mhm. Aber halt sehr markant, ne? Breit halt, ne? Haben sich was getraut. Bremsen. Das ist aber auch echt gelungen. Finde ich auch. Ja, ja. Also, volles Ballett. Ich sag mal, selbst wenn man sich nicht so auskennt und die Seiten an sich dann mal sieht, dann fällt spätestens die Bremse auf. Mhm. Ne, das ist natürlich, Hinterachse merkst du schon was, aber wenn du auf die Vorderachse guckst. Ja, das ist schon, die Art und Weise der Scheiben habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist scheinbar irgendwie so eine, ja, so eine richtige schwimmgelagerte Scheibe oder so, ne? Weil es sieht ja tatsächlich so aus, als wenn da... Stimmt, ja. Ja, wobei schwimmt... Vom Aufbau anders, aber schwimmt ist es nicht, nee, oder? Schwimmt ist es nicht, ne, ist schon fest verschraubt, aber sieht schon witzig aus, ne? Ja. Haben die Japaner sich was überlegt. Ja, vier Kolben vorne, zwei Kolben hinten. Was recht, recht selten bei den Dingern eigentlich ist, ne? Dass es sowas heute noch gibt. Weißt du, der wird die Handbremse aber drin mit Bremsbacken haben, ne? Wahrscheinlich. Hab ich, wenn wir den vielleicht auf die Bühne nehmen, kann man es sehen. Ja, ich denke mal, ich vermute wird... mal, ne? Das macht am meisten Sinn. Carbondach oder ist das nur Folie? Oder? Nach meines Wissens ist es ein Voll-Carbondach an den Autos. Krass. Das ist wirklich... Krass, ja. Was ist natürlich auch, ja, zumindest in der Preisklasse, ne? Weil jetzt kommt dazu, ich glaube, dieses Auto hat, ballern ja den ganzen Tag hier dann immer vorbei und lassen mit Absicht vor der Tür schon wirklich knallen, öfters, ne? Ja. Jeder, der einen Auspuff hat, muss bei Benny einmal kurz knallen lassen. Okay, aber so waren wir früher auch. Weil ja, der hat einen Basispreis, glaube ich, um die 30.000, 33.000 Euro oder so, ne? Als nicht High Performance, genau. Da wird dann halt unterschieden, ne? Jetzt werden wieder einige Kommentare schreiben, geht doch mal einer ans Telefon. So, ja, wir hören, das klingelt im Hintergrund. Der Mann dazu kommt gerade. Noch kurz Essen geholt. Ich glaube, es gibt kein anderes Auto, wo du für unter 40.000 Euro Carbondach kriegst. Ich kenne nicht ein einziges. So, ich überlege gerade, was das... Gab es nicht was BMW-technisch? Ja, M4-Sektor oder sowas? Ja, M3s. M3? Selbst die M3 hatten ja schon Carbondach, ne? So, also, das ist schon wirklich, wenn es wirklich einen... Carbondach ist? Nee, ich meine schon, es war wirklich Carbon. Weil es ist wirklich dann so ein krasses Carbon, ne? Weil es so rau ist. Mhm. Sieht erstmal aus wie eine Folie, ne? Ja.
Im ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie Folie. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist die Form, ne? Weißt du? Mit den, ja, mit dieser Sicke in der Mitte nochmal, das wird der normale wahrscheinlich garantiert auch nicht haben, ne? Okay. So, gibt es nur als Handschalter? Ja, gibt es nur als Handschalter. So, und jetzt ist nämlich das coole Handschalter, Allrad, was ja bei so kleinen Fahrzeugen eigentlich extrem selten ist, weil wenn ich mir überlege, Polo gab es nie als Allrad. Richtig. War immer mehr dann so, selbst WRC und so, alles was du kaufen konntest, immer Front. Das heißt, du musstest immer schon in die Golfgröße gehen. Mhm. Und andere so kleine Autos mit Allrad sind mir auch gar nicht bekannt, ehrlich gesagt. Ich will nicht wissen, wie viele von diesen Autos im ersten Jahr auf der Nordschleife schon sterben werden. Ja. Das sind ja schon, weil braucht man sich ja nichts vormachen. Jemand, der sich so ein Auto kauft, der kauft das nur, weil er mit rumhacken will, ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. Einen anderen Sinn hat das Ding auf jeden Fall nicht. Nicht, ne? Ja, zur Technik kann ich leider relativ wenig sagen, außer Dreizylinder, 1,6 Liter Turbo. Dafür sind meine Toyota-Kenntnisse jetzt leider zu schlecht. Ist aber ein Single-Turbo, ne? Es ist ein Single-Turbo, was ich dir dazu sagen kann, es ist ein sehr großer Lader verbaut. Also vielleicht sehen wir es gleich, wenn wir mal auf die Bühne nehmen. Ich wollte gerade sagen, es sind viele Sachen, kann ich dir sagen, extrem gut durchdacht. Ich habe dazu sogar ein paar passende Sachen, die könnte ich gleich mal runter, können wir einfach abziehen. Ich wollte jetzt nicht dran. Hinten ist von der Seite. Dran reißen. Zack. So. So ist er ab. Ja, der Turbolader ist so groß, dass man ihn von oben noch nicht mal sieht. Worauf ich hinaus wollte, ist ansaugtechnisch. Wenn du das jetzt mal so siehst, das ist ja schon wirklich für so einen kleinen Dreizylinder echt groß. Krasser ist eigentlich, wie das so ganze strömungstechnisch gelöst ist. Also mit diesem Turbo-Inlet und sowas. Ne? Das ist schon wirklich Direkteinspritzer? Direkteinspritzer, ist die Hochdruckpumpe. Genau. Und zusätzlich auch noch ein Saugrohreinspritzer? Nee. Das ist eine gute Frage, kann ich dir gar nicht beantworten. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Ich glaube aber mittlerweile, das wird wahrscheinlich nur ein Direkteinspritzer. Ich hätte jetzt auch gesagt, ne? Ja. Hochdruckpumpe. Sieht man ja zum Beispiel bei den Golf 7 Motoren auch so. Die neueren ab den OPFs sind dann auch nur Direkteinspritzer. Ja, nicht mehr beides. Mhm. Ja. Okay. Ansaugung. Der Druckrohr wird da unten irgendwo durchgehen, ne? Ja, es geht jetzt dann hier lang, ne? Hier geht es zur Drosselklappe. Hat aber noch einen Luft-Luft-Kühler vorne, ne? Hat einen Luft-Luft-Kühler, echt männlich groß. Alter, ich wollte gerade sagen, guck, das ist richtig, richtig groß. Was? Vor allem auch richtig was gemacht hier. Nicht so nur so Alibi-mäßig ein paar Lufteinlässe, sondern da könntest du wirklich hinten bis ins Radhaus auf die Bremse gucken. Schau mal. Ich hab's hier. Oh, ich kann meinen Finger sogar reinstecken. Sieht man das da so? Okay, nächste Mal. Das ist hier ein Teil der Ansaugung. Ich habe es mir einfach nochmal besorgt. Mhm. Da wird dir gleich auffallen, das ist schon echt krass durchdacht. Ne? Ist schon gut gemacht so, ne? Ist schon richtig gut gemacht. Das ist ja Wahnsinn, das habe ich auch bei ganz vielen, sieht man ja so, wenn ich so das Tuning von vor 5 Jahren vergleiche. Ne? Mhm. Vor 5 Jahren haben ja, ich sag jetzt mal, die ganzen Tuner noch wirklich, wenn die so ein Auto bekommen hätten, hätten die jetzt aus Alu angefangen, das Ding irgendwie nachzubauen? Das wollten wir auch. Wenn man sich dieses Teil aber anguckt und einfach drumherum sieht, wie eng das schon alles ist, weißt du, aber hier steht ja überall schon gar nichts mehr raus, um an diese Schraube und so noch ranzukommen, ist da ja bauformmäßig einfach schon gar kein Platz mehr. Ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man dieses Teil noch optimieren könnte, wäre wirklich scannen und in diesen Bauraum irgendwas reinkonstruieren und drucken, fräsen, wie auch immer. Genau, ne? Andere Möglichkeiten hast du nicht. Aber mit herkömmlichen Mitteln das Ding in besser und größer und cooler zu bauen? Ist schon richtig gut gemacht. Vor allen Dingen, was halt auch krass ist, eigentlich ein Kunststoffteil, aber mit einem Stahleinsatz drin, damit sich das nicht krumm zieht und so weiter. Ne? Genau, wir haben ab hier dann eine weitere Ansaugung gebaut, weil hier kommt so ein Geräuschdämpfer. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, warum das Fahrzeug außer bei euch steht. Ja. Außer weil du ein bisschen rumballern wolltest. Nee, das Auto steht bei uns, weil wir wollten uns mit diesem Auto auseinandersetzen, weil, wenn man dieses Auto kauft, dann tunt man das. Mhm. Sprich, ich habe mir gedacht, ich möchte ganz gerne was dafür machen, ist ein Nischenprodukt und habe gesagt, ich möchte eine Abgasanlage dafür, weil das Ding serienmäßig halt echt mau klingt. Ja, das und das Vorschriften und so weiter sein. Genau, das war natürlich der Hauptgrund. Dann haben wir uns natürlich ein bisschen mit der Technik beschäftigt, haben geschaut, haben noch so ein kleines Ansaugrohr gebaut, was wahrscheinlich leistungstechnisch nichts macht, weil es einfach so gut durchdacht ist, aber man hat ein bisschen wieder Ansauggeräusch. Wir haben zum Beispiel noch andere Endrohre für das Auto, für die Serienabgasanlage gemacht, einfach so ein paar Tuning-Parts. Das heißt, es ist eigentlich für euch ein richtiges Entwicklungsauto gewesen. Genau. Der Kunde war wirklich so lieb und hat uns das Auto
netterweise zur Verfügung gestellt. Danke auch nochmal dafür. Ja. Danke fürs Fahren. Ja, haben wir gestern erst mit drüber gesprochen mit dem Kunden. Er sagt, er stellt uns das Auto gerne zur Verfügung. Ich überlege gerade, dieses Rohr muss ja noch unter diesem Rohr sitzen. Das, ne? Genau, das ist hier hinten. Achso, der kommt so hoch, so tief, genau, sitzt der Turbolader. So tief sitzt der Lader, genau. Und das ist dieser Schalldämpfer, den du meinst, genau, der Geräuschdämpfer. Genau, hier ist das drin. Ich kann gleich mal das neue konstruierte Teil dazu holen. Mhm. Ja, dann kann man sich das vorstellen. Was mittlerweile ja fast selten ist, das noch mit Luftmassenmesser. Ja, hat ganz, der in dem Falle. Ganz viele fahren ja noch mit Differenzdruck. Ja. Was für ein Steuergerät ist das? In dem Falle war das ein Denso, meine ich. Ist das schon was, wo ihr schon reinkommt? Nein, leider nicht. Genau, Denso war es. Nein, leider noch nicht. Es ist bisher aktuell noch nicht geknackt. Wir als Tuner kümmern uns ja auch nicht um das Knacken. Nur schneller machen. Nein, das ist ein bisschen anders. Also da stecken natürlich immer Tool-Hersteller hinter, die garantiert schon fleißig daran entwickeln. Wir machen es so, wir haben dann die Möglichkeit, wenn man es lesen kann, dann bearbeiten wir den Datensatz und kümmern uns ums Entwickeln des Tunings. Das heißt, es scheitert tatsächlich am Anfang immer noch mal daran, dass ihr es noch nicht mal auslesen könnt. Genau, wir können es nicht lesen. Das ist das Problem. Und wenn du nicht lesen kannst, ja, dann kannst du nicht schreiben, beziehungsweise kannst halt nichts zum Programmieren. Ne? Wie ist das immerhin bei so einem Auto mit Fehlerspeicher auslesen? Sowas geht. Das geht? Ja, das geht. Also da kann man die Standardtester nehmen, die sind schon so weit up to date immer. In die Ebene kommst du halt rein, aber da, wo wir halt hin müssen, das geht bisher noch nicht. Das ist natürlich auch ein süßer Schnorchel hier. Genau, hier haben sie es wahrscheinlich so gemacht, ich vermute mal geräuschtechnisch, hier öffnet dann noch eine Klappe, die dann halt nochmal extra Luft zur Verfügung stellt. Das hatte ja selbst der RS4 B5 2000 schon halt. Ne? Hatten die das so? Ja, der hatte schon eine Klappe im Luftfilterkasten unten. Und dann auch mit Magnetventil, ja, unter Druck, ja, ja, gesteuert. Ja. Okay, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ja. Ich denke mal wegen Geräuschen, ganz auch Geräuschen. Ja. Wobei, stimmt gar nicht, ist Quatsch, was ich gerade erzähle. War nicht beim RS4 B5, sondern beim B7 bei mir. Beim B7, okay. Ja, da war eine Klappe unten drin, wegen Sauger, Ansauggeräusch und so weiter. Ja, da ist beim Sauger natürlich das Ansauggeräusch auch sehr laut. Ja. Oder beim B5 auch. Jetzt nie original dran geschraubt. Nee, ich habe als allererstes in den Luftfilterkasten so ein großes dreieckiges Loch reingesägt. Okay. So, also einmal unten alles rausgesägt und ich überlege gerade, der B5 hatte hinten immer zwei Magnetschaltventile. Und ich überlege gerade, wofür die beide waren. Ich bin mir doch eigentlich ziemlich sicher, dass eine für eine Klappe im Luftfilterkasten war. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die haben beide eine Klappe im Luftfilterkasten. Okay. Und das andere war Tankentlüftung. Mhm. Die beiden Ventile hatte der da mal. Okay, ich würde sagen, fahr das Ding mal einmal auf die Bühne kurz und dann gucken wir nochmal einmal, was er so abgasanlagenmäßig gebaut hat. Gut, machen wir. So, wo fangen wir an? Also, was als allererstes gleich auffällt, sind diese scheinbar lila verzinkten, galvanisch verzinkten Schrauben überall. Die waren mir oben am Motor schon aufgefallen. Mhm. Finde ich auf jeden Fall cool. Hat irgendwie was. Werden die sich nichts bei gedacht haben, aber ich finde, irgendwie, wenn man runterguckt, sieht das cool aus. Dann fällt sofort auf, eigentlich alles verkleidet, aber mit so einem ganz dünnen, das ist fast wie so ein, ja, so eine Mischung aus Filz, so gepresster Filz oder so, ne? Aber also, stabil, ne? Also, genau, also viel leichter kann man definitiv sowas nicht verkleiden. Jetzt haben sie allerdings hier diese witzigen roten Kappen vorgemacht. Sieht man, glaube ich, noch besser, wenn du von hier einmal ranfilmst. Das wird rein nur sein, damit der Filz nicht kaputt geht, weil die Steine, die da drauf fliegen, würden das garantiert von den Rädern, weißt du? Ja, klar, das macht Sinn, warum sie so rot gemacht haben und fett GR drauf geschrieben, wahrscheinlich, weil sie es können. Halt, Motorsport. Weil sie es können. Genau, sieht halt wichtig aus. Aber nee, sonst das ganze Auto aus diesem weichen, aus diesem weichen Zeug. Klar, natürlich herstellungsmäßig auch extrem günstig sein. Ne? Ja. Hier ein Blech drüber geschraubt, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen wegen Hitze oder Aufsetzen oder warum, wieso, weshalb auch immer. Könnte ich mir auch nur so vorstellen. Mhm. Hier ist der Otto-Partikelfilter und da oben ist der Cut. Und das ist jetzt alles original. Genau, in dem Falle, da oben ist der Lader. Vielleicht, wenn René von hier mal reinfilmt, kann man den sehen. Schon gar nicht so kleines Ding, ne? Genau, und siehst du, guck mal, da ist das Inlet, was ich meinte. Mhm. Auch richtig gut gemacht, ne? Mhm. Genau, da oben ist der originale Katalysator. 110 mm Eingang. Krass. Wahnsinn, also richtig groß. Ja, ja, ja. Dann geht es halt weiter hier auf den Otto-Partikelfilter. Was ich krass finde, ist, dass der noch eine unterdruckgesteuerte Dose hat. Ne? Das ist mittlerweile selten. Und das ist ja genau, mittlerweile sind die eigentlich alle immer... Alle haben fast eigentlich einen elektrischen Schalter. Ja, ja.
Okay, also von der Ladergröße her, finde ich, sieht das schon eher so nach, weiß groß. Nicht, so 400 PS Lader oder so aus, ne? Sieht so aus, ja. Ist so schon echt groß. Kann schon was. So, und der interessante Teil kommt dann halt erst, das ist halt wirklich, dass sie dort einen Winkeltrieb reingesetzt haben und tatsächlich Kardanwelle. Oh, Kopf einziehen, René. und hier sehen wir den Allradantrieb. Genau. Einzelradaufhängung mit Allrad. Hier ist es so, bei diesen High-Performance-Modellen, was du gesagt hast, ist hier eine Torsensperre drin. Genau, vorne und hinten. Also auf jeden Fall High-Performance kaufen. So, dann sehen wir hier Streamline. Das war ja eure Marke für Auspuffanlagen. Genau, richtig. Das ist jetzt 76. Genau, es ist eine 76er Anlage. Ja, hier halt beginnt ein MSD, der theoretisch nicht notwendig wäre, aber wenn die Klappe auf ist, klingt es uns einfach zu blechern. Wir wollen ja auch ein bisschen Klangqualität haben. Es soll nicht einfach nur laut sein, sondern auch gut klingen. Deshalb halt da noch ein kleiner MSD und dann halt ein Endschalldämpfer. Wie ist hier der Aufbau von der Abgasanlage? Das heißt theoretisch so, wenn Klappe auf ist, geht es so einfach durch? Genau, kannst du dir eigentlich vorstellen, hier ist es halt einfach straight durch und dann kommt irgendwo nochmal ein Abgang und Okay, also es geht nicht direkt von hier so, sondern von der Straightpipe mit dem Abgang hier so durch. Genau, dann nutzen wir halt mehr den Dämpfer, dass der halt auch wirklich viel Wirkung hat. Deswegen ist dieses Rohr auch ein Tucken kleiner. Genau, genau. Und dann, dann sieht man nämlich von der Seite, wenn man von der Seite guckt, sieht man nämlich wie von der Höhe her, wie hoch dieser Topf eigentlich ist. Genau, wir hatten auch lange überlegt, ich meine, jeder macht das ein bisschen anders. Ich wollte es aber halt so haben, dass wenn du hinterm Auto fährst, dass das alles möglichst symmetrisch aussieht. Mhm. Nicht, dass der Topf nach links sitzt, nach rechts. Deshalb haben wir uns halt für diesen Aufbau halt entschieden. Mhm. Flexrohr hier notwendig? Na, kann ich dir ganz einfach erklären, ist theoretisch nicht notwendig. Allerdings ist es hier, dass es eine Flanschverbindung ist und du musst, oder das Flexrohr gleicht dementsprechend was aus, falls du ein bisschen Schweißverzug hast. Ah, okay, verstehe. Wäre hier zum Beispiel irgendwie eine Schiebemuffe, geht es nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, hier auf dem Flansch sehr blöd und wenn du dann die Anlage wegschickst und der Kunde kann sie nicht montieren, weil sie irgendwo gegenschlägt, haben wir uns hier dafür entschlossen, einfach ein Fleckstöckchen zu machen. Macht es flexibler. So, jetzt interessiert mich gerade noch eine Sache, der kann ja auf Knopfdruck frontlastig, hecklastig oder 50-50 fahren, ne? Ja. Meine ich so gelesen zu haben. Ja. Wie geht das? Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall sieht man natürlich hier dementsprechend elektrische Ansteuerung unten. Bin gleich bei. Ja. Hier, da sieht man nichts. Weil er muss ja, damit er wirklich 70% nach hinten schiebt, muss er ja irgendwo ein Verteilergetriebe haben. Also er kann ja nicht nur auf- oder zumachen, weil wenn er auf- oder zumachen könnte, würde er halt einfach zumachen und dann wäre die Verteilung je nach Gewicht. So, das heißt, er muss theoretisch in irgendeinem Bauteil, wenn er eine wirkliche, echte 370 fährt, er auch so, merkt man das? Ich würde sagen, ja gut, ich habe es jetzt nicht so explizit halt getestet, ne? Ist jetzt nicht mein eigener. Ja. Aber ich würde schon sagen, das Ding halt dann auch schon mal hecklastig wird. Also weil man merkt das ein bisschen schon. Nicht, dass das so eine Verteilung über irgendwie Bremseingriffe oder irgendwie... Das glaube ich, machen die nicht. Weil bei dem Audi, der es schafft, nach hinten zu schieben, da haben sie es ja in der Mitte in dem Torsendifferenzial so geregelt, ne, dass der von Anlauframpen theoretisch so ist, dass er unter Last ist, einen Tucken mehr nach hinten schieben kann. Ne? So, aber das heißt, eigentlich müsste theoretisch hier vorne in dem... Vielleicht haben die es damit mit in dem eigentlichen Winkeltrieb. Da müsste irgendwas drin sein. Okay, aber es wird bestimmt ein Toyota-Fan geben. Der das bestimmt weiß. Der das bestimmt weiß und uns da hilft, ob das Ding wirklich so viel nach hinten schieben kann. Oder nicht. Okay, cool. Auch, Getriebe ist auch ein ganz guter Bollermann, so, ne? Wenn man da so seitlich reinguckt, wie groß dieses Getriebe in Summe ist. Da geht schon was. Ja, hier sieht man nochmal die ich von vorne zeigen wollte, die eigentliche Belüftung von vorne. Die geht tatsächlich bis hier durch. Also da wird es mit Sicherheit in kürzester Zeit einige geben, die genau hier passende Anbindung bauen, dass er aus der Bremse so rauskommt. Krass. Dann sogar, da sind sogar tatsächlich mal Monoblock-Sättel. Das heißt, die Sättel sind nicht aus zwei Teilen zusammengeschraubt, wie man das ja normalerweise immer hat, sondern nur aus einem Teil. Und ich vermute, dass die
die Kolben von der Seite durch dieses Loch bearbeitet haben. Geht ja auch gar nicht anders. Genau. Das heißt, beim Fertigen haben die von der Seite alles rausgemacht, haben dann auf der anderen Seite bearbeitet, haben dann die Innenseite bearbeitet und haben es jetzt quasi nur wieder verschlossen. Ja, sieht danach aus. Wie willst du es sonst machen? Ne? Kann man wahrscheinlich so dann nicht, dass dadurch, dass man nicht die Hälfte zusammenschrauben muss, wird man es wahrscheinlich leichter, filigraner in Summe fertigen können. Mhm. Muss es aber halt irgendwie bearbeiten. Ne? Ja. Dadurch. Okay, krass. Ja, viel Technik dran auf jeden Fall, ne? Und man muss halt dazu sagen, viel Technik für wenig Geld, ne? Sehr überschaubar, definitiv. Ja. Also was man dafür kriegt, auf jeden Fall. So, die Hinterachse kommt mir so ein bisschen vertraut vor, wenn du dir mal so die ganze Achskonstruktion anguckst. So ein bisschen golfmäßig, ne? Gerade das hier und dieser Bereich, wie man es hier sieht, ist, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das unter Toyota-Fans in den Mund nehmen darf, aber es sieht so ein bisschen golf-achsentechnisch aus. Die große Frage ist ja, wer es zuerst hatte. Ja, okay. Dass es schon mal Toyota gab, wo die Achse schon vor dem Golf drin war. Ja, ne? Genau, das weiß ich nicht. Aber es sieht schon sehr, ja, sehr klar. Ähnlich aus. Ist auch so hier mit den Einstellmöglichkeiten. Ist so die typische Achse. Ja. Und hinten genau das Gleiche. Auch Monoblock-Sättel, die auch scheinbar in der Mitte da durchbearbeitet wurden. Mhm. Krass. Und jetzt wollten wir ja einmal wegen Handbremse gucken, genau. Genau, ja, da wird, sieht man, die Handbremsseile gehen da rein. Also der wird innen Bremstrommeln wie BMW und Porsche und so haben für die Handbremse. Ne? Ja, ich würde sagen, so viel dazu. Wir fahren einfach mal eine Runde, würde ich sagen. Gut. So, hier hast du noch ein Upgrade vorbereitet. Ach so, ja. genau. Wer jetzt keine ganze Abgasanlage möchte, da bieten wir auch sowas an. Und zwar, das sind einfach Plug-and-Play-austauschbare Endrohre für die Serienanlage. Plug-and-Play? So ein Durchmesser-Original, oder? Ja. Ach du Scheiße. Im Prinzip erfolgt einfach nur ein einziger Schnitt. Mhm. Und das war's. Es kommt eine Schelle rüber und dann hat man die Optik wie an dieser Anlage. Mhm. Krass. Ne? Also das ist eine Möglichkeit. Mhm. Genau wie halt, das hatte ich angesprochen. Ansaugung. Ohne Geräuschminderer. Mhm. Ne? Dementsprechend einfach nur durchgängig. Gibt es als Alu oder Edelstahl. Mhm. Okay. Genau. Für die Motorsportfans haben wir auch was vorbereitet. Für die mit dem GR die echte Rallye dann fahren. Genau. Also die Anlage wird es jetzt definitiv mit TÜV geben. Gutes Wetter vorausgesetzt, dass wir jetzt unsere Prüfung dafür fahren können. Jetzt passt es gerade. Ja, ja. Ja, das ist ein OPF-Ersatzrohr, also Otto-Partikel-Filter-Ersatzrohr. Das heißt, das mittlere Teil unter dem Auto? Das mittlere Teil, sprich Original-Cut, bleibt erhalten. Dieses Teil wird ersetzt, immer natürlich wieder auf die originalen Anbindungen. Sprich, einer möchte vielleicht nur eine Downpipe, einer möchte nur eine Abgasanlage, dass es halt immer wieder weiter erweiterbar ist. Das heißt, davor sitzt dann der eigentliche Cut noch. Genau. Willst du mal sehen, wie wir das gemacht haben? Na cool. Ja, und das wäre die ganze Downpipe. Normalerweise sitzt der Katalysator hier oben. Ja, wir haben uns dann dementsprechend was überlegt. Klar, warum nach oben, nach unten gesetzt. Ja, ja. Wieder die originale Anbindung. 110 mm rein. Sieht ein bisschen aus wie so ein Tankeinverschluss oder so. XXXXL. Genau. Ja. Also, wer ich glaube, das haben möchte. Wenn man sowas dann reinmacht, kommt da auch gut Krach aus dem kleinen Ding, ne? Ja. Ich überlege jetzt also, Cut und OPF. Also, jetzt selbst die TÜV-Variante klingt schon echt knackig. Das wird hier schon ziemlich Abriss. Ja, ich würde sagen, komm, wir fahren jetzt einfach mal rum. Gut. Ganz kurz. 1500 Kilometer ist eingefahren. Ja. Also was ich als allererstes feier ist, was ich wirklich schon ewig nicht mehr hatte, ist ein Hebel für die Lehnenverstellung. Ne? Mhm. So wie früher wurde so. Ja, ja. Klingt gut, oder? Klingt auf jeden Fall nicht wie ein Dreizylinder, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, ja. So, okay. Handschalter. Mhm. Übermäßige Beschleunigung vermeiden. Ungünstige Temperaturbedingungen. Sympathisch. Sympathisch. Wo ich hier Verbrauch sehe, was hat der so an Verbrauch? Dafür bin ich zu wenig mitgefahren. Okay. Was auf jeden Fall urgeil ist, wenn man in den Spiegel guckt und diese breiten Radläufe sieht. Ne? Sieht geil aus, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, das kann auf jeden Fall was. Aber man fühlt sich gleich so ein bisschen, das Ding ist so, man wird auf jeden Fall von der Sitzposition her und so, weil ich sitze schon ganz unten, ja, relativ weit hinten, ja, animiert mit dem Ding einfach nur rumzuhacken.
schon. Was so ein bisschen, auch wohl ein paar bemängelt haben, wenn man sich jetzt darauf konzentriert, merkt man es auch, die Sitzposition ist ein bisschen hoch. Ja, genau, sagt ihr. Also ich habe mich reingesetzt, und wollte direkt das Auto, also wollte mich direkt tiefer setzen. Ja. Jetzt darf man allerdings nicht vergessen, wir sind jetzt natürlich gegenüber den normalen Japanern auch groß, klar, breit, klar, kräftig. Ja, klar. Keine Frage. Ja, aber so unten raus ist es jetzt kein toter Hund. Ne? Nee, definitiv so, nicht. So nur für Fuß drauflegen? Ja. Ist das schon nicht schlecht. Ja, meine, klar ist natürlich... schon recht kurzes Getriebe, ne? Mhm. Sechste Gang 2080. Mhm. Das heißt, wir würden im sechsten Gang 4160, 6240, 8300 fahren. Mhm. Also schon recht. Die sind recht elektronisch begrenzt bei 230. Ich glaube, das hat irgendwas mit den Differentialen zu tun. Ah. 230, okay. Das ist ja wirklich so ein Auto zum Hacken halt. Ja, 230 ist es elektronisch begrenzt. Genau. Sichtfeld auch recht klein irgendwie, finde ich. Ne? Ja, also schon, klein ja. Im Sinne von Ausschnitt von der Frontscheibe. Ja. Stimmt. Ah, da kommt die Ladunganzeige. Genau, ich weiß. Ja, okay. Da hast du noch gleich Öltemperatur und sowas, ne? Ja. Öldruck sogar, ne? Ja. Shift. Was macht der jetzt so an Ladung? Ich meine gesehen zu haben 1,2, 1,3. Also da wird auch noch ein bisschen Luft sein. Ich denke mal, wenn man erstmal in die Software rein kann, gehen da bestimmt so zwischen 40 und 50 PS. Mhm. 70 Newton vielleicht. Irgendwie so in dem Dreh. Du hast noch ein paar ganz coole Features, was ich ganz lustig finde. Wenn du diesen Knopf zum Beispiel hier drückst, IMT, dann macht er Zwischengas beim Runterschalten. Okay, das will ich jetzt gerade. Also du hattest den jetzt gerade schon gedrückt? Nee, noch nicht. Ah, okay. Dann leuchtet es da grün auf, dann macht er das jetzt selbstständig. Das ist ja witzig. Ja. Ich stelle mir dabei immer die Frage, worüber er das erkennt. Es ist genau in dem Moment, wo ich den Gang reindrücke, da gibt er Gas. Also er muss es irgendwie, muss es am Getriebe irgendwie erkennen. Ja. Also klang extrem witzig, muss ich wirklich sagen. Also hätte ich jetzt so 0,0, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt auf der Kamera, aber ich hätte es jetzt wirklich gar nicht als Dreizylinder eingestuft. Nee. Ne? Hat irgendwie, finde ich persönlich jetzt werden mich dafür einige ersteinigen. Ja. Ich finde, es klingt so ein bisschen Vierzylinder-Boxer-mäßig, so ein bisschen Subaru-mäßig oder so. Doch, so das Raue. So, ja. Ne? Schon, ja. Aber so, das ist ja mit dem Zwischengas, ist witzig, Alter. Das ist lustig, ne? Ich erwische mich immer so bei ihm. Gerade dachte ich schon, dass ich selber im Fuß war, weil ich auch gerne mit Zwischengas immer so aus Spaß runterschalte. Er macht's alleine. Geil. Nee, also ist definitiv in dem Moment, der muss an. Also entweder erkennt das wirklich im Getriebe über einen Poti oder so, dass er die Gangerkennung erinnert, oder das Steuergerät errechnet es so schnell. Aber das. Ja. Also wie sie das gelöst haben, weiß ich auch nicht. Muss auf jeden Fall über das Getriebe irgendwie gehen. Ja. Funktioniert auf jeden Fall tadellos. Ja. Und was ich eigentlich auch ganz cool finde, wirst du dann sehen, er ist sogar relativ drehzahlwillig. Also der hat schon auch oben raus noch Bock. Das fährt schon echt cool. Also was sagst du, ist so das ideale Einsatzgebiet für dieses Auto? Das ideale Einsatzgebiet, ja, irgendwie kurvige Landstraßen. Ah, echt, aber ist schon ja, auf jeden Fall. Das ist kein Auto, um jetzt Bestzeiten 100, 200 zu fahren. Ne? Nee, dafür kauft man sich das Ding nicht. Ja, ne? Ja. Obwohl die Kisten auch nicht langsam sind. Ich meine, ich bin selber in dem nicht gefahren, aber ich habe es ein bisschen in Zeitenjagdgruppen gesehen. Die fahren irgendwie so 13, 14 Sekunden 100, 200. Das ist nicht langsam. Ja, dann hast du halt hier die Möglichkeiten, so ein paar Modus halt noch auszuwählen. Also wenn man sieht, je aggressiver jemand runterschalten lässt, also je höher die Drehzahl geht, je mehr gibt er auch Zwischengas. Ja, ne? Also was auf jeden Fall cool ist, was man einfach sagen muss, für die Leute, die so die ganzen neuen Autos so ein bisschen zu weich gespült finden, hast du hier halt wirklich wieder ein kleines Auto, wo man auf maximal viel Firlefanz einfach erstmal verzichtet hat. Ja, definitiv. Man wirklich ein knackig schaltbares Hammer, Schaltungsgang, genau, oder? Sechsganggetriebe drin hat und einfach nur rumblasen will mit dem Ding, ne? Ja.
ja auch sogar die Ladung-Anzeige wird sogar gelb dann. Ab einem gewissen Ladedruck? Ja. Yeah. Okay. Ich merke, du bist selber noch gar nicht so viel mit rumgefahren. Nee. So viel jetzt nicht. Abgasanlage so, vielleicht verstehst du es jetzt, kleiner Mittelschlämpfer, es dröhnt nicht drin. Nee, es dröhnt 0,0. Ne? Es dröhnt nicht, aber es brüllt dich trotzdem dabei gut an. Ne? Dafür, dass das jetzt ja alles hier noch keine Drehzahl und nichts war. Ne? Genau. So, jetzt gehen wir das Ganze noch mal ein bisschen sportlicher an. Also was könnten wir jetzt hier noch verstellen? Du hast wieder rot. Ja, du hast die Modusauswahl, Track-Mode, genau, Sport-Mode ist jetzt eine gute Frage, was ist Track-Mode? Ich würde sagen, Track ist 50-50, oder? Sport würde ich eher sagen, ist mehr hecklastig, ohne es genau zu wissen. Mhm. Ich könnte sonst höchstens Google fragen. Ich persönlich hätte gesagt... Oder meinst du, der Track-Mode ist hecklastiger? Ich hätte gesagt, Track-Mode würde hecklastiger sein, deswegen auch eher rot so. Kann möglich sein, aber wie die Verteilung da ist, weiß ich leider nicht. Guck, vielleicht merken wir es ja. Ja. Noch ein richtiger Begrenzer. Also, sie haben auf jeden Fall akustisch was gemacht, dass der von vorne dieses andere Geräusch hat, ne? Ja. Weil der hat ja schon so ein tiefes Geräusch von vorne, ne? Ja. Also, man denkt auf jeden Fall, kein Mensch wird sich hier reinsetzen und denkt, 3 Zylinder, 1,6 Liter, ne? Auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Guck mal, für dritte Gang, ne? Schiebt schon an, ne? Ja. Das muss ich auch sagen, für dritte Gang hackt das Ding schon gut rum. Bockt schon richtig an. Man muss jetzt sagen, wir sind auch echt verwöhnt. Wir fahren ja ganz andere Autos. Ja, genau. Normalerweise fahren wir eher so die 1000 PS Kutschen. Genau. Ne? Und dann so ein... Dass dann sowas einen überzeugt, ist schon eigentlich ganz cool, ne? Ja, aber die Unterschaltfunktion ist schon, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist geil. Und nicht mehr selber schaltet, dann schaltet der wirklich, also auf Point macht der Zwischengas. Ne? Ja. Das werden sie im Zweifelsfall auch ein bisschen gemacht haben, um das Getriebe einfach so ein bisschen zu schonen und entlasten. Ja. Wir können ja mal aus dem ersten einfach mal so rollen. Aber wir haben kein GPS jetzt noch. Ja, ich wollte auch noch gleich messen. Ah, okay. Siehst du, selbst bis in den ersten runter macht er das auch, ja. Das Getriebe. Ja. Deswegen fährt er auch so knackig. Mhm. Ist schon verhältnismäßig relativ viel am Schalten. Jetzt ein Mangel für mich als Schaltreißer. Ja. Ah, okay. Beim ersten Mal dran ziehen. Ja. Oh, was ist das denn? Ja, okay. Müssen sie mal richtig festkleben. Ich werde nie vergessen, wie ich zum Beispiel bei Marius in der Limo einmal den Schaltknopf aufgehört. Ich weiß, ich kenn's noch. Aber sonst leistungsmäßig dreht wirklich. Dreht frei und so, ne? Dreht wirklich locker, flockig raus. Ja, ist da. Warte mal. Okay. Wohl zu ertrinken vielleicht. Mhm. Hat der hier Launch? Nee, ich glaube nicht. Alter, 4,8. Zwei Personen. Wahrscheinlich. Eine 2,1 auf 60 ist nicht schlecht. Alter, das ist echt schnell. 4,8. Krass. Kann man schon mitarbeiten. Kann man schon mitarbeiten, ja. War jetzt noch nicht auf Maximum durchgerissen. Ja, ja. Also, ja, ja. So ein Zehntel hatte ich noch im Unterarm. Ja. Aber das ist schon echt beeindruckend. Das ist schon echt krass. 4,8 ist saftig. Ja. Vor allem die 2,1 ist krass. Ja. Also vor allem die 2,1 ist auch mit Schaltung. Was jetzt gerade eben beim Start krass war, also gefühlt hatte der so ein bisschen eine Launch. Ja. Weil er ist sehr sauber. Der Übergang von einkuppeln bis ausgedreht war wirklich, als wenn er es genau so kann. Mhm. Also als wenn der Computer genau so vorgibt, dass er genau so gerne jetzt fahren möchte. Mhm. Krass, das ist echt fix, ne? Überleg mal so ein paar Jahre zurück. 4,8, das waren 400 PS Ferrari-Zeilen. Mhm. Ne? Ja, ja. Das waren meistens Angaben von Werk. Ja, in der Realität waren sie ja langsamer. 4,8, also wenn Werksangabe wirklich 5,5 ist, dann sind wir da schon. Ja,
Das habe ich aber öfters gehört. Also ich habe selber mit nicht getestet gehabt. Das war jetzt wirklich Premiere. Dass viele wohl diese Werksangabe schaffen. Ja, toppen. Toppen, ja. Toppen, also deutlich toppen. Deshalb, also die 5.5, die, ich meine, es ist 5.5 angegeben, die unterbieten war wirklich ja easy. Easy, ja. Naja, also es war schon, also Traktion war auf jeden Fall immens da, ne? Ja. Aber klar, so also ein kleines, leichtes Auto. Ja. Schande über mein Haupt, wir haben leider die Wagen vergessen, ich wollte sie eigentlich mitnehmen. Ja. So, ich muss sie einfach wieder dauerhaft im Bus transportieren, dass sowas gar nicht mehr passieren kann. Zweiter Satz. Ja, dauerhaft eingebaut, fest installiert im Bus. Ja, nee, sonst muss ich wirklich sagen, cooles Auto. Sehr gelungen. Wir würden euch natürlich jetzt liebend gerne zeigen, wie das Ding auch ein bisschen hecklastiger mit Driftmodus und so weiter fährt. Müsst aber auch Verständnis für haben, können wir definitiv auf der Straße mit diesem Fahrzeug nicht testen. Nein. Weil da muss man schon so schnell sein und auch wirklich, das wäre einfach nicht ja, solltet ihr einfach auch nicht machen. Abgesperrte Bereiche, irgendwo Rennstrecke, da würde sich das Ding jetzt zu Hause fühlen. Ja. Nordschleife, befürchte ich, werden einige, mein Lieblingswort, sich einplanken damit dieses Jahr, weil ja, da wird es schon einige, die einfach drauf stehen bleiben, voll durchziehen mit dem Ding. Ja. Aber alles in allem würde ich sagen, definitiv für das Geld cooles Auto. Ja. Eine richtige Fahrmaschine. Also das kann schon was. Der Auspuff gut, dröhnt nicht, alles richtig gemacht. Also vielen Dank an den Besitzer nochmal, dass wir das Ding fahren durften. Genau, vielen Dank. In diesem Sinne, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir kommen dich auf jeden Fall nochmal besuchen, wenn der BMW heute ist. Jo. Ciao. Ciao. Erstmal eine 4.8 hingezimmert.